wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel des Guten. Sie sehen jetzt, wenn er wieder leiser wird, dann klappt das mit dem Leuchten wieder viel besser. Und jetzt geht es auch richtig los. Glasrohr und der Brennerflamme ganz schön helles Licht erzeugen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, solche Techniken, die waren früher im 19. Jahrhundert, wurden eine Zeit lang mal verwendet, wirklich um Licht zum Beispiel für Theateraufführungen zu generieren. Sie können sich vorstellen, das, was es damals an Beleuchtungstechniken gab, waren Kerzen. Kerzen im Theater haben ein Problem, weil Theater ist sowieso schon ziemlich voll mit Leuten. Wenn Sie damit Kerzen so viel Licht machen wollen, dass man die Schauspieler auf der Bühne vorne sehen kann, dann wird die ganze Geschichte ziemlich warm. Das hier wird auch warm, aber längst nicht so. Und mit zwei oder drei solcher Einrichtungen kann man ohne weiteres so viel Licht erzeugen, dass man der Theatervorführung folgen kann. Das Interessante ist, dass es eine Technik, die vor allem in England verwendet wurde. Und es gibt einen Stoff, der außer Quarz auch noch in der Lage ist, so eine Thermoluminiszenz zu erzeugen. Das ist Kalk. Kalk heißt auf Englisch Lime. Und daher kommt der Ausdruck Limelight, den man im englischsprachigen Raum auch heute noch für Scheinwerferlicht benutzt. Es gibt so einen ganz bekannten Hollywood-Film in Limelight mit Charlie Chaplin. Da kommt dieser Ausdruck her. Und der kommt eben aus dieser Beleuchtungstechnik. Wir haben aber auch gesehen, manchmal ist so ein Ding ganz schön laut und es macht eben doch Wärme. Deswegen sind die Leute froh gewesen, als man dann irgendwann auch elektrische Beleuchtung entdeckt hat. Das geht dann etwas leiser und naja. Ja, ich habe gedacht, wir machen jetzt auch noch was für diejenigen, von denen die Biologie studieren, so ein bisschen aus dem eigenen Fachgebiet. Es gibt eine ganze Menge Energieumwandlungsprozesse. Und ein Prozess, den man verwenden kann, ist eben, man kann auch Biomaterialien nehmen, um Licht zu erzeugen. Und das, was wir in diesem Fall hier nehmen, ist nicht unbedingt Lichtquelle, aber zumindest das Medium, in dem Licht erzeugt wird. Das ist die klassische Salzgurke. Wir haben früher auch immer das Experiment gemacht, zu zeigen, dass das wirklich Sachen sind, die aus dem Lebensmittelhandel kommen, jemandem das essen zu lassen. Ich habe das ursprünglich selber gemacht. Man sagt zwar, sauer macht lustig, aber so lustig wollte ich dann auch wieder nicht werden. Und wie Sie sich vorstellen, hat sich das Experiment auch dann als Vorführexperiment oder Experiment mit Studenten nicht so richtig durchgesetzt, weil irgendwie so spätestens beim zweiten Mal, als wir das dann gesagt haben, ich brauche eine Versuchsperson. Und nachdem sich das rumgesprochen hatte, dass man das Experiment macht, dann hieß es dann so, warum nicht? Also machen wir es jetzt ohne Vorführung, aber Sie können sich vorstellen, das sind halt ganz normale, handelsübliche, saure Gurken. Und das Einzige, was man jetzt braucht, ist eine Spannungsquelle. Und was wir dann machen können, ist die Energieumwandlung. Man kann also elektrische Energie mit Hilfe eines, mit Hilfe von Biomasse dann auch in sichtbares Luftlicht umwandeln. Es gibt also einfach zwei Elektronen, wird das Ganze eingespannt und dann die Spannungsquelle aufgedreht. Und wenn dann alles klappt, fängt es an zu leuchten. Ja, ihr könnt auch sehen, es leuchtet nicht nur, es brutzelt ganz auf und es wird verzerrt. Das heißt, wir kochen diese Gurke auch noch. Wer hinterher gekocht die Salzgurke probieren möchte, der sieht man sie gar nicht tun. Ja, riecht auch so ein bisschen, ja, ich glaube, diesmal gucke das ein bisschen an, kann das sein? Oder? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so unbedingt essen würde, aber wir müssen es ja. So. Ja.
Gurke weg. Springt aus der Versuchsanordnung. Das gibt ja auch immer die Kurzfassung, ne? Irgendwie, es bewegt sich, es lebt. Ich weiß nicht, ob man das hier jetzt noch irgendwie so anführen kann, ob die Gurke noch gelebt hat, aber auf jeden Fall haben Sie gesehen. Ja, das ist auch ein ganz lustiges Experiment, nett anzusehen, hat aber auch einen Hintergrund. Ich sage auch, es ist nicht eine optimierte Form, ne? Aber es kann illustrieren, dass was heutzutage, nämlich auch nachdem die EU Glühbirnen verboten hat, was man benutzen kann, um Licht zu erzeugen. Man erzeugt nämlich Licht aus elektrischer Energie, letztendlich mit Hilfe eines chemischen oder biochemischen Prozesses. Ne? Das heißt mit anderen Worten, elektrische Energie treibt einen chemischen Prozess an. Dieser chemische Prozess, der setzt die Energie, die man ursprünglich reingesteckt hat, dann in Form von sichtbarem Licht wieder frei. Und wenn man das nicht mit so einer Gurke macht, sondern mit optimierten Materialien, dann kann man bei dieser ganzen Geschichte auf eine Art und Weise Licht erzeugen, die sehr viel effizienter ist als bei der Glühbirne. Das heißt, man kann einen sehr viel größeren Anteil der ursprünglich aufgewendeten Energie dann auch wirklich in Licht umwandeln. So. Damit sind wir jetzt wieder beim Punkt, wo man besinnlich ist. Ne? So langsam die Überlegung, ja, die mal damit zu konfrontieren. Demnächst kommt die Woche, wo es dann weder Chemie noch Biologie noch Physik gibt, sondern Weihnachten. Man wird besinnlich, ne? Man kennt das alle. Man hat dann Weihnachtskugeln und man hat die Kerze und dann gibt es ein bisschen Glühwein und so. Und irgendwann denkt man plötzlich, leuchtet jetzt noch die Kerze oder ist das die Weihnachtskugel oder habe ich einfach nicht so viel Glühwein getrunken? Die Antwort ist vielleicht nichts an Glühwein. Vielleicht lag das auch daran, dass wirklich die Kugel angefangen hat zu leuchten. Ja, und das ist irgendwie eine wichtige Sache, das geht jetzt nicht um Weihnachten, um Weihnachten auch, aber auch um die Wissenschaft. Erwarten Sie immer das Unerwartete. Es ist gar nicht mal so schwer, so eine Glaskugel zum Leuchten zu bringen. Das Einzige, was man dazu braucht, ist halt eine Glaskugel und ein handelsübliches Gerät, nämlich eine ganz einfache Mikrowelle. Und der Herr Trinkler zeigt Ihnen das. Ne? Das ist eine Glaskugel, ein bisschen größer vielleicht als die, die wir im Weihnachtsbaum haben. Aber die einfach in die Mikrowelle gebracht, Mikrowelle angeschaltet, Licht ausgemacht und dann leuchtet nicht die Weihnachtskugel, sondern die Kerze. Man könnte jetzt auch noch eine Kerze daneben stellen, aber auch nie gemacht, aber ja, genau, fahren wir uns mal ein bisschen rum, dass Sie das auch aus verschiedenen Winkeln sehen können. Daher, dass die eine spezielle Füllung hat. Diese Füllung besteht aus einer Kombination von zwei Stoffen, die eigentlich chemisch gesehen ziemlich unverdächtig sind und auch eigentlich gar nichts miteinander tun können. Das erste ist Edelgas, ne, das ist Argon. Argon ist chemisch einigermaßen inert. Der zweite Stoff, den man dazu braucht, ist chemisch auch relativ inert, geht keine Reaktion ein mit Argon, das ist Schwefel. Wenn man eine Mischung von Schwefel und Argon mit dem richtigen Mengenverhältnis, also wichtig ist noch den Argondruck irgendwie auf eine genaue Druck einzustellen, wenn Sie das gewährleisten, dann haben Sie eine Kugel und fängt in der Mikrowelle an zu leuchten. Warum das so ist, fragen Sie mich nicht. Nicht mich, ist ein physikalisches Phänomen, fragen Sie Kollegen aus der Physik.
Ja, das heißt, man kann es nicht mit einer normalen Weihnachtskugel machen, die muss schon ein bisschen präpariert sein. Aber ansonsten geht das schon. Ja, wenn Sie eine Mikrowelle haben, die so groß genug ist, dass Ihr Weihnachtsbaum reinpasst, dann ist das gleich noch was Schönes auf dem Zuhause. Ja, das ist der Punkt, wo ich so langsam an den Abschied denke. Ne? Es bleibt mir zwei Sachen zu wünschen. Nämlich die erste Sache ist vor Weihnachten. Zweite Punkt ist alles Gute im neuen Jahr. Und damit sind wir eigentlich auch bei dem letzten Element. Da war doch noch was. Und es ist richtig, bevor das Jahr zu Ende geht, nach Weihnachten kommt ja auch noch Silvester. Und Silvester ist natürlich auch der Tag im Jahr, wo jeder zweite Deutsche irgendwo anfängt, mit Redox-Reaktionen rumzuspielen. Und ja, wir haben uns überlegt, so zum Abschluss, zeigen wir Ihnen das auch noch. Und der Herr Trinkner und der Herr Kohl haben gesagt, das Ganze ist irgendwie so, also so, ja, mit einigermaßen vorbildlichen Maßnahmen darf ich auch mitmachen. Also hat jeder für uns jetzt halt hier, jeder von uns zum Teil, genau. Ja, und wenn wir was hier ausgegangen. So, wenn die alle angehen, dann brauchen wir noch ein bisschen. Ja, nochmal besinnliche Stimmung. Und dann. Ja. Weiter erzählen, dies war keine Weihnachtsfolge.